Cheers! Mein Name ist Pinex und herzlich willkommen zu Dungeonborn, einem PvPvE Extraction Fantasy Game, ähnlich wie Dark and Darker, das ihr umsonst auf Steam spielen könnt. Wie es bei mir am Anfang lief, seht ihr jetzt. Generell müssen wir uns ja erst einmal auch an die PvE-Mobs gewöhnen. Das heißt, heute gibt es PvP-Action, weil da waren echt ein paar ganz witzige Fights bei. Und auch so ein bisschen die Schwierigkeit mit dem PvE. Let's go. Who the fuck are you? Pattern. Okay, ich probiere jetzt mal hier diesen Henker zu töten. Zwei und noch eine? Nee. Cool, ich habe den Henker getötet. Das nicht rausfinden, ne? Wir nehmen jetzt einen Schildzauber tragen und gehen mal da runter. Dann gucken wir mal, ob wir den irgendwie im Nahkampf killen können. Dafür kann er auch nicht mehr haben, oder? Wo ist er denn? Wahrscheinlich wäre es noch ein Bolzen gewesen, aber. Ich bin 16 Bolzen reingejagt, ey. Leck mich am Arsch. Shit, was hat der für ein Gear? Er war fast down. Ah, bitter. Bitter noch jetzt. Aber hier kommt safe am Ende ein. Da ist ein Spieler. Jetzt. Das hat gereicht. Gereicht, hat gereicht. Eben heilen.
So viel zu meinen ersten Erfahrungen in Dungeonborn. Mir persönlich macht das Spiel viel Spaß. Viele vergleichen es ja sofort mit Dark and Darker, das liegt ja auch nahe, ist ja ungefähr die gleiche Grundidee und das gleiche Prinzip. Allerdings muss ich sagen, spielt es sich anders genug, um eine gute Alternative zu sein oder beide Spiele parallel zu spielen. Wie das vielleicht in 10, 20, 30 weiteren Stunden ist, werden wir dann wahrscheinlich sehen, weil ich werde definitiv weiterspielen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free.